Ja, 0-3 steht es am Ende. Ich denke, Sie können mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft sehr zufrieden sein. Ja, ich bin sehr zufrieden. Vom Kämpferischen her haben wir auch versucht, ein bisschen Fußball spielen. Ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Trier extrem schwer, hinten rauszuspielen. Die haben uns auch sofort angelaufen. Aber ich denke schon, dass hier eine schöne Geschichte war, gerade für Trier. Die konnten in der zweiten Reihe ein bisschen Spielpraxis gehen. Der eine oder andere, wie Brandscheid oder so, die haben sich da merkt man natürlich den Unterschied. Aber ich bin mega zufrieden. Nach dem Spiel von letztem Samstag, wenn wir so aufgetreten wären, hätten wir hier eine zweistellige kassiert. Und so 3-0 wäre natürlich schön gewesen, noch ein Tor zu finden für uns. Aber gut, ich bin mit meiner Mannschaft sehr zufrieden und auch stolz, dass sie sich hier so teuer verkauft haben. Ja, und das 0-1 durch so ein krummes Ding zu kassieren, ist auch ärgerlich. Ja, ist schon ein bisschen Slapstick. Der Ball hat am Anfang so ausgesehen, als würde er locker übers Tor gehen. So hat mein Torwart mir das auch gesagt. Natürlich sieht das danach unglücklich aus. Gut, Schiri war auch nicht 100% überzeugt, dass er drin war. Linienrichter hat gewunken. Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Ich sag nur, in so einem Spiel, wenn so ein kleiner Verein gegen eine große Mannschaft spielt, ist es auch bitter, wenn der Linienrichter dann entscheidet, dass Tor war oder nicht. Und, ja, war dann Rückschlag, aber trotzdem sind wir haben nicht aufgegeben, uns an den Matchplan gehalten und spielen sehr, sehr zufrieden. Ja, und der Bezirksliga wartet jetzt mit dem FC Bitburg eine richtig hohe Hürde. Ja, wie gesagt, wir sind momentan ein bisschen personell gebeutelt und ja, Bitburg ist die absolute Top-Mannschaft in der Liga. Ich war die auch schon zweimal dieses Jahr gucken und was die auch für eine individuelle Qualität haben, trotz den Abgängen, ist schon wird eine hohe Ausnahme. Wird keine groß andere Geschichte wie heute, glaube ich.